Der deutsche Autorennfahrer Stefan Belloff ist heute beim 1000-Kilometer-Rennen von Spa-Francorchamps in Belgien tödlich verunglückt. Erst im vergangenen Jahr feierte der 27-jährige Gießener seinen größten Erfolg mit dem Sieg der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Nach einer Kollision mit dem Wagen des Belgiers Jackie X raste der Porsche Belloffs mit 250 Stundenkilometern in die Leitplanken. Belloff hatte versucht, den vor ihm fahrenden Belgier zu überholen. Eingangs der Kurve, sie gilt als die schwierigste der Welt, berührten sich die beiden Wagen. Belloff fuhr frontal gegen die Barriere, das Auto fing Feuer. Erst nach 17 Minuten konnte der 27-Jährige aus dem Wrack geborgen werden. Das 1000-Kilometer-Rennen von Spa wurde abgebrochen. Erst vor drei Wochen war der deutsche Formel-1-Rennfahrer Manfred Winkelhock tödlich verunglückt.